Are you feeling acknowledged? Do you feel appreciated by the people around you? Well, I am going to take away your bad hair day and make it fun. And I am going to show you how to apply appreciation. Also, wenn dich deine Haare mal wieder ärgern oder wenn du dich nicht gut fühlst und wenn andere Leute dich schief ansehen, dann zeige ich dir einen Weg, wie du mit Appreciation deine Haare wieder in Ordnung bringst und du klasse aussiehst. Is your hair dry? Is your hair oily? Is your hair just one big mess? Hast du trockene Haare oder sind deine Haare fettig oder stehen sie einfach ab und hast du Ärger mit denen? This is your savior. Ich zeig dir die Rettung. From appreciation will heal, clarify and condition your hair. Appreciation gibt dir, macht dir eine Conditioning, macht clarify. 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 Ja. Clarify means deep clean. Ah, tiefenreinigen. Ja, das sagt man doch nicht. Oh egal. Okay, this is supposed to be funny, so you can screw it up as much as you want. Wir brauchen übersetzbare Wörter, die man auf Deutsch, also auch sinnvoll übersetzen kann. In dem Moment fällt mir das ja auch nicht gerade ein. Clarifying. Da glaubt kein Mensch, dass du deine Haare deep clean sitzt damit. Okay. So, how do we do this? I'm going to show you how. Also, wie machst du das? Ich zeig dir wie. Cool. Cool. It comes in a pump bottle. See, pump, 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 pump. We're gonna pump 3 pumps into my pan. Es kommt ganz einfach in einer Pumpflasche. Du pumpst 3 Stöße in deine Hände. Then you're gonna massage, massage, massage your hands. Und dann massierst du das in deine Hände ein. Ist auch nochmal gut für deine Hände. Then you're going to grab your hair and pull on it. Dann packst du deine Haare und ziehst dran. You're gonna stroke that hair. Also, du streichst das in dein Haar und zwar da, wo es ganz trocken ist, zuerst an die spitzesten Stellen und dann massierst du es ein. Stroking the hair is like making love to the hair. Also die Haare streicheln ist, naja, wie wenn du deine Haare mit deinen Haaren Liebe machst. Das heißt also eher, du magst deine Haare. It sounds so serious in German. Okay, so after you've made love to the hair. Ach so, made love to the hair. Also, wenn du dann deine Haare verwöhnt hast, genau. Then we will make love to the scalp. Dann verwöhnst du deinen Kopfhaut. By massaging your fingertips on your scalp. Und zwar, wenn du mit den Fingerspitzen deinen Kopf massierst. And this always works better when somebody else does this to you. Und besser ist es noch, wenn du jemanden hast, der das dir macht. Das entspannt. Lässt deine Gedanken freier laufen. Do you feel the energy? Oh. Oh. Yes, it just feels so good. Oh. So good. So good. So good. Yes. 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 Okay. And finally, really get around the face and just massage it into the hairline. Really und take jetzt this and really jetzt massage it in. Because yes! Assistierst du das in deiner Haarenden, also am Haarrand entlang? Yeah. And this is how we make love to the hair with appreciation.
So verwöhnst du deine Haare mit Appreciation. Now you're ready for bed. Jetzt bist du fertig fürs Bett oder um eine Dusche zu nehmen oder was immer. So how was that for you? Oh! Are you feeling acknowledged? Do you feel appreciated by the people around you? Well, I am going to take away your bad hair day and make it fun. And I am going to show you how to apply appreciation. Also, wenn dich deine Haare mal wieder ärgern oder wenn du dich nicht gut fühlst und wenn andere Leute dich schief ansehen, dann zeige ich dir einen Weg, wie du mit Appreciation deine Haare wieder in Ordnung bringst und du klasse aussiehst. Is your hair dry? Is your hair oily? Is your hair just one big mess? Hast du trockene Haare oder sind deine Haare fettig oder stehen sie einfach ab und hast du Ärger mit denen? This is your savior. Ich zeig dir die Rettung. From appreciation will heal, clarify and condition your hair. Appreciation gibt dir, macht dir eine Conditioning, macht clarify. Ja, clarify means deep clean. Ah, tiefenreinigen. Ja, das sagt man doch nicht. So egal. Okay, this is supposed to be funny, so you can screw it up as much as you want. Wir brauchen übersetzbare Wörter, die man auf Deutsch, also auch sinnvoll übersetzen kann. In dem Moment fällt mir das ja auch nicht gerade ein. Clarifying. Da glaubt kein Mensch, dass du deine Haare deep cleanst jetzt damit. Okay. So, how do we do this? I'm going to show you how. Also, wie machst du das? Ich zeig dir wie. Cool. It comes in a pump bottle. See, pump. We're gonna pump 3 pumps into my hair pan. Es kommt ganz einfach in einer Pumpflasche. Du pumpst 3 Stöße in deine Hände. Then you're gonna massage your hands. Und dann massierst du das in deine Hände ein. Ist auch nochmal gut für deine Hände. Then you're going to grab your hair and pull on it. Dann packst du deine Haare und ziehst dran. You're gonna stroke that hair. Also, du streichst das in dein Haar und zwar da, wo es ganz trocken ist, zuerst an die spitzesten Stellen und dann massierst du es ein. Stroking the hair is like making love to the hair. Also die Haare streicheln ist, naja, wie wenn du deine Haare mit deinen Haaren Liebe machst. Das heißt also eher, du magst deine Haare. It sounds so serious in German. Okay, so after you've made love to the hair. Ach so, made love to the hair. Also, wenn du dann deine Haare verwöhnt hast, genau. Then we will make love to the scalp. Dann verwöhnst du deinen Kopfhaut. By massaging your fingertips on your scalp. Und zwar, wenn du mit den Fingerspitzen deinen Kopf massierst. And this always works better when somebody else does this to you. Und besser ist es noch, wenn du jemanden hast, der das dir macht. Das entspannt. Lässt deine Gedanken freier laufen. Do you feel the energy? Oh. Oh. Yes, it just feels so good. Oh. So good. Finally,
really get around the face and just massage it into the hairline. Really. Und take jetzt. This and really massage it in. Because yes! Was ist hier? Du das in deiner Haarenden, also am Haarrand entlang. Yeah. And this is how we make love to the hair with appreciation. So verwöhnst du deine Haare mit appreciation. Now you're ready for bed. Jetzt bist du fertig fürs Bett oder um eine Dusche zu nehmen oder was immer. So how was that for you? Oh!